Hallo Messerfreunde, herzlich willkommen zum kurzen Video. Wir schauen uns mal hier das Alpha Smilodon an. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ein Riesenklopper. Kommt hier mal in dieser Box. Wieder mit einer Münze. Und hier diesmal ein Säbelzahntiger. Sehr cool. Holy moly, was für ein Teil. Ein richtig cooles, der hier so ein Granatpattern auf den Titan-Griffschalen. Das ist jetzt eine ganz leichte Flame-Variante, nicht zu übertrieben. Massive Schrauben, unten noch ein Glassbreaker. Clip mit Kugel, die sind gut zum Einfädeln in die Hosentasche wieder raus. Riesiger Überdehnungsschutz an der Klingenachse. M390 haben wir hier. Und das ist eine feine Klinge. Die ist nicht zu stark. Flipper. Und eine mächtige sandgestrahlte Klinge kommt hier zum Vorschein. Überhaupt nicht stark. Also eher mit feinen Schneideigenschaften. Hier in einem robusten Flachstift runter und ist fein ausgeschliffen. Ja, schöne Höhe, damit kannst du was anfangen. Wie sage ich immer, da kannst du dir ein schönes Mettbrötchen schmieren. Große Daumenrampe, noch mit Chimping hier drauf. Großer durchgehender Backspacer. Frame Lock. Hier am Flipper Tab haben wir schöne Rillen drin. Greift gut. Und eine gute Handlage. Riesengroß, also das ist jetzt mal ein Messer für jemand, der wirklich riesige Hände hat. Denn hier kriegst du, wenn ich mal ganz nach vorne gehe, kriegst du sieben Finger drauf. Also das ist mal was für jemand, wo sagt, ah, die normalen Messer sind mir immer zu klein. Wenn du Pranken wie Kanaldeckel hast, dann ist wahrscheinlich so ein Alpha Smilodon genau das Richtige für dich. Kommt mit einem riesigen Griff daher. Große Klinge. Messen wir schnell, was haben wir denn hier? Jo, da haben wir mal locker bis hier runter. 9,5 cm Schneide, 10 cm Klinge. Gesamtlänge über 24 cm. Das ist ganz ordentlich. Was mich jetzt noch hier interessiert, ist die Klingenstärke. So ein großes Messer haben wir hier. Okay, 4 mm. Also okay. Ja, Alpha Smilodon, der Säbelzahntiger. Riesiges Teil. Läuft einwandfrei. Flippt super. Cooles Teil. Hier die Klingenbeschriftung ist recht dezent. Ist nicht zu auffällig ist es hier eher geprägt anstatt ja, oder es ist, hat hier eine leichte Vertiefung drin. Ja, es ist nicht irgendwie aufgedruckt oder stark schwarz ausgelegt. Je nach Lichteinfall fällt es nicht weiter auf. Es ist so ganz leicht in die Klinge geprägt. Alpha Smilodon PMP Knives. Ja. Er ist aber für die Größe von dem Messer, kommt er mir jetzt nicht mehr so schwer vor. Also sowieso nach dem Alpha Beast ist alles andere sowieso klein und leicht. Wir schauen gerade mal. Ah, 230 Gramm. Das täuscht doch einfach ein bisschen aufgrund dieser wirklichen Größe mit über 24 cm. Da verteilt sich das Gewicht dann doch. Hätte jetzt gedacht, dass es unter 200 Gramm wiegt, aber okay. Und hätte auch gedacht, dass die Klinge schlanker ist. Da sieht man, wie man sich täuschen kann bei so einem großen, langen Messer. Da kommen einem 4 mm gar nicht mehr so viel vor. Dürfte dann gar nicht weniger sein, weil es wahrscheinlich sonst etwas komische Proportionen hätte. Ja, okay. Also, haben wir jetzt hier auch mal verewigt in dem Video. Das Alpha Smilodon. Was mir am besten gefällt, ist dieses coole Pattern hier auf den Griffschalen.
verleiht einen guten Grip, ohne irgendwie aggressiv oder unangenehm zu sein. Lässt sich wunderbar entriegeln. Aber da drin ist Skelettierung ein bisschen. Ja, hier unten haben wir noch ein bisschen Ausfräsung, um noch ein bisschen Gewicht zu sparen. Lässt sich gut entriegeln. Der Daumen stoppt. Dann kann man schön den Daumen aus dem Blinkgang nehmen und schließen. Flippen. Einwandfrei. Über den. Unmöglich mit der Schraube. Bam. Cool. Schön, dass ich das Sommer gesehen habe. Alpha Smilodon. Ein Riesenteil. Okay, Freunde, das war's. Danke fürs Reinsehen, Bewerten, Kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut, bye bye.